So, dann nehmen wir natürlich unseren Bus hier wieder. Rundfahrt lassen wir auch mal. Wir wollen ja gleich noch. Wir müssen ja noch weiterkommen und diese Mission da abschließen, damit wir. Damit wir halt. Jetzt können wir uns mal die Werbung von Nan angucken. Auf Gewitz und das werden dann immer mehr Wörter und immer mehr Wörter, bis er nur noch orange ist. Ah, Bookworm. Bookworm. Wenigstens steht da ein Firmen, aber von der anderen Seite nicht. Da muss man den Bus von der einen Seite sehen, sonst bringt die Werbung nichts. Interessant. Naja. Haben sich bestimmt keinen Werbedesigner leisten können oder sowas. Läuft der Motor schon? Nee. So, jetzt läuft er. Jetzt müssen wir wieder das Tor auflassen, indem wir ganz nah ranfahren, bis es endlich aufgeht. 1002. Kann ich das nochmal neu starten? Weiter. Fahrt abbrechen. Bus zurücksetzen. Nee, ich lasse das mal. Dann fahre ich einfach weiter. Nachher kriege ich dann Strafpunkte, wenn ich die Fahrt abbreche oder so. Das wäre ja auch nicht sehr gut. Mal gucken, ob das hier auch so eine entspannte Linie ist wie die 4 oder was war das? So, da ist die erste Haltestelle, da steht schon ein Bus, anscheinend von uns. Welche Linie ist das denn? Steht irgendwie keine Nummer dran, ne? Oder man kann sie nicht erkennen. Warum auch immer. So, mal Ich hätte gucken. gerne ein paar Fahrkarten. Ein paar Fahrkarten. Tagstoppel 2 Stück. Danke. So. Eine Fahrkarte bitte. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Was? Hans und Christina Danke. Sind verwandt? Wer ist Ich brauche eine Fahrkarte. Aus der Serie oder was? Interessant, man erfährt ja immer neue Sachen. Jetzt sind Hans und Christina verwandt. Aber ich glaube, das haben die eine schon mal Fahrkarte. Gesagt. So, dann kontrollieren wir nochmal, ne? Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Das braunt sie. Wo hab ich denn? Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist. Hier, bitte. Na klar. Hier, bitte. So, also es gibt hier wieder zwei Leute, die der Katze namens Mountie haben. Das ist ja toll. Was ist das denn da für ein Knopf? Man weiß es nicht. So, dann fahren wir mal los. Nächster Halt. 6 Minuten haben wir Zeit. Das kriegen wir bestimmt hin. Also ich halte mich, wie gesagt, jetzt mal an die Verkehrsregeln, auch wenn es dann zu Verspätungen kommt, weil das muss man halt machen als Busfahrer, denke ich mal, ne? Also auch wenn man so ein Busunternehmen hat, da kann man die Fahrer ja nicht anweisen, irgendwie zu schnell zu fahren oder so. Da muss man denen schon sagen, ja, wenn es Verspätung gibt, ist das in Ordnung, das ist nicht schlimm. Beziehungsweise damit muss man halt leben, selbst wenn man denen sagt, die sollen anders fahren, kann man die ja nicht feuern, wenn die es nicht tun. Aber ich bin ja ein netter Unternehmensführer, deshalb beschwere ich mich nicht, wenn jemand Verspätung hat. Und ich selber halte mich jetzt auch daran.
Weil ich glaube, die Unfälle und Geschwindigkeitsüberschreitungen, die dadurch entstehen, die schaden mir dann am Ende mehr als die Verspätung. So, dann müssen wir gucken. Hat da jetzt noch einer vorbei, der wartet, okay. Da kommt ein Schlagloch. Okay. Ich will ja auch meinen Bus eigentlich nicht kaputt machen. Ne? Der kann zwar nicht kaputt gehen anscheinend, aber man muss es ja nicht riskieren und ausprobieren. Ne? Aber hier kann man immer noch schnell um die Kurve fahren. Das macht Spaß. Mit dem Lenkrad, nicht mit der Tastatur. So. Da ist ein Schlag noch schnell umfahren. Hoffentlich gibt der Bus nicht an, wenn ich so schnell um die Kurve fahre. Da war wieder so ein Schlagloch. Ist ja gefährlich. Die müssen hier echt mal die Straße reparieren. Das ist halt der Nachteil an diesen Landfahrten, dass da die Schlaglöcher sind. Aber so schlimm ist das, glaube ich, gar nicht, oder? Wenn man da drüber fährt. Was? Ich kann doch nichts dafür, wenn da Schlaglöcher sind. Ich muss mich auf die Geschwindigkeitsbegrenzung konzentrieren. Das ist ja unfassbar, diese unverschämten Fahrgäste. Ich schmeiß die gleich alle raus und schließe mein Fahrunternehmen. Nee, mache ich natürlich lieber nicht. Ah, da ist ja der andere Bus von vorhin. Oder ein anderer Bus. Ich habe geblinkt, aber das zählt ja bestimmt wieder nicht, weil der Blinker einfach ausgeht. Na gut, der ist ein Rollstuhlfahrer. Na, da haben wir noch ein bisschen Zeit zum Kontrollieren. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Gleich kannst du eine Fahrkarte haben. Ich will noch mal kontrollieren hier. Was? Ach so, hier. Hab ich Zeit. Ah, hier, bitte. So. Tag, Student einmal. Danke. Ja, dann geht's mal weiter, ne? Hä? Ach so, die Rampe. Ich vergesse die immer. Und dann schaltet der automatische Blinker aus, wenn man die Rampe wieder reinfährt. Interessant. Ah, jetzt kommt das alte Sägewerk. Wenn ich jetzt nicht auf der Strecke wäre, dann würde ich da mal hinlaufen. Ich glaube, nach der Fahrt hier, am Ende der Fahrt können wir da ja mal hinfahren, ne, anstatt zur Garage. Und dann schauen wir uns das mal an. Vielleicht geht das ja. Oder wir versuchen mal das mit der freien Fahrt. Oh, jetzt staut es sich hier wegen dem anderen Bus. Aber der ist ja von meinem Unternehmen, von daher ist das für mich kein Problem. Aber finde ich sehr gut gemacht, dass die dann hier auch wirklich rumfahren, die anderen Fahrer. So, jetzt geht's langsam weiter. Ja, ich lasse die Rampe runter. Hey, hast du die letzte Folge vom Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas Hallo. Tun will. Eine Fahrkarte, oh. Bitte. Ja, Moment, ich muss hier die Frau kontrollieren. Hier. Danke. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt.
So. Ja, wir sind doch hier am alten Sägewerk. So, Student. Danke. Moment, da ist noch eine eingefahren. Na klar. Okay, die hat eine Fahrkarte. Würde mich ja echt mal interessieren, wie das alte Sägewerk aussieht. So, jetzt kommen wir wieder zu der Nukleotronanlage, ne? Boah, das war knapp. Kippt der Bus gerade um oder was? Das sieht irgendwie komisch aus. Puh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal. Ist das überhaupt der richtige Bus? Ich weiß nicht, ob das der richtige Bus ist. Das musst du ja wissen. Ich weiß nur, wo ich hinfahre, aber du kannst ja fragen, wo ich hinfahre. Aber ich glaube, das machen die nicht. Die fragen mich nicht, wo ich hinfahre. So, 5 Minuten haben wir noch Zeit. Und jetzt nicht an der Haltestelle halten, das ist die falsche, ne? Und jetzt haben wir auch unseren Kollegen überholt. Kann man ja mal hupen. So. Sollte man ja, glaube ich, eigentlich nicht machen, aber egal. Wo ist denn die Haltestelle, wo wir halten sollen? Also hier fährt ja, glaube ich, die... Hier fahren ja, glaube ich, 2 Linien lang, ne? Da fehlt wieder ein Zug lang. Was war das? Schlagloch. Oh, ich muss, glaube ich, die Spur wechseln. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Winter der Leidenschaft. Muss ich schnell nochmal den Blinker wechseln, bevor der da wieder ankommt. So. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass da gar keine Haltestelle ist, dann hätte ich ja auch nicht da fahren müssen. Also auf der rechten Spur, da hätte ich direkt die ganze Zeit auf der linken fahren können. Merke ich mir fürs nächste Mal. Hoffe ich. Oh, da ist wieder ein Unfall. Da ist ein Schlagloch. Ja. Überall sind Schlaglöcher und ich bin das angeblich schuld, aber ist ja die Stadt schuld. Nicht ich. Das Straßenamt oder so. So, da ist das Forschungslabor. Ist eigentlich auch eine ziemlich entspannte Strecke hier. Nächster Halt, Nutrivore, Forschungslabor. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Ich nenne es eine ganz normale Parkposition. Kann ich eine Fahrkarte haben? Ah, Moment, ich muss die Leute hinten einsteigen kontrollieren. So möchte ich auf jeden Fall. Ja, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Klar. Also die hat auch eine Katze. So. Woche. Standard. Drucker. Danke. Wir sind zu früh, aber ich glaube, hier kommt sowieso niemand mehr. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Ich glaube, da kommen nie Leute nachträglich noch.